Direkt nach der Landung macht sich Flughelfer Sepp Ulrich mit einem Kollegen auf zur Spitze des Funkturms. Also hier in Polen war das für mich schon der vierte jetzt hier. Das war eigentlich der kleinste jetzt da, aber ist eigentlich alles dasselbe. Über eine Stahlleiter steigen die Flughelfer und die Monteure der Auftragsfirma 250 Meter senkrecht in die Höhe. Etwa 40 Minuten brauchen die Männer bis zur Spitze. Sicherungen gibt es beim Aufstieg nicht. Von unten beobachtet Pilot Theo von Atzigen seine Kollegen. Wann sind Sie? Sind Sie angekommen? Ja, schon mal. Haben Sie gewinkt? Nein, schnell, Sie schauen runter. Ja, die Gefahren, wenn der Zylinder zu schwer ist zum Beispiel, die Trennstelle am falschen Ort ist, oder es sind Leute im Zylinder drin, wenn er weggeschert wird, dann besteht natürlich eine Gefahr für die Leute. Ja. Man muss ihn schön über die Köpfe abziehen, dass den Leuten drin nichts passiert. Ja. Also die stecken unten drin? Naja, die stecken. Raus und sie heben ja, sobald ich den Zylinder wegnehme, siehst du die Köpfe oben, wie sie runterschauen. Bevor der Super Puma starten darf, müssen noch Formalitäten erledigt werden. Wir müssen jetzt über den Flugplatz Strahovice zuerst anrufen, dass wir die Erlaubnis kriegen zum Starten. Vorher läuft nichts. Bürokratie. Als die Genehmigung kommt, haben die Arbeiter auf dem Funkturm den ersten Zylinder zum Abtransport vorbereitet. In den Zylindern steckt eine 22 Jahre alte Fernsehsendeanlage. Die muss erneuert werden. Theo von Atzigen fliegt die Anlage in Einzelteilen herunter. Als Ganzes ist sie zu schwer, sogar für den Super Puma. Bevor die Monteure die letzten Schrauben lösen, wird der oberste Zylinder am Helikopter eingehakt. Flughelfer Sepp Ulrich nimmt den Haken auf der Spitze in Empfang und gibt Kommandos per Funk. Jetzt dann die Schrauben lösen. Es sind jetzt noch 8 Schrauben im Element. Wir müssen dann die Schrauben mit dem Hammer rausschlagen. Alles frei. Okay, jetzt über das Zentrum fliegen und ziehen. Das ging schneller als erwartet. Vorsichtig fliegt von Atzigen den 3 Tonnen schweren Zylinder zum Boden. Der Pilot ist zufrieden, bisher läuft alles wunderbar. Ja, es ging tipptopp, ja. Der Wind hat nachgelassen, auch jetzt kann man schön stabil schweben oben, ja. Die Zentrale der Helikopterspezialisten im schweizerischen Küsnacht. Ein Notruf. Ein Pferd hat sich verletzt und muss geborgen werden. Eine Aufgabe für die kleinste Maschine der Firma. Der Lama ist schnell und wendig wie kein anderer Helikopter. Der Tierarzt ist bereits vor Ort. Rüdi Keller vom Rettungsdienst für Großtiere hat viel Erfahrung mit Tiernotfällen. Das Pferd hat Frakturverdacht und darf deshalb nicht mehr selber gehen. Also wir müssen das direkt bis zur Ambulanz hinunterfliegen. Und dann wird es in die Ambulanz geladen und wird dann im Entlastungsgeschirr weitertransportiert in die Pferdeklinik. Das Pferd steht in unwegsamem Gelände, unerreichbar für ein Auto mit Pferdeanhänger. Das verletzte Tier wird in einem Spezialnetz transportiert. Zusammen mit dem Tierarzt schlingt Keller das Netz um den Körper des Pferdes. Damit es nicht in Panik gerät oder sich nicht noch mehr verletzt, hat der Arzt dem Tier zuvor schon ein Beruhigungsmittel gespritzt. Der Helikopter ist eingetroffen. Rüdi Keller erklärt dem Flughelfer die Handhabung des Netzes. Das ist die Seilverlängerung. Der Pilot steuert den Helikopter genau über die Unfallstelle.
Dann hakt der Flughelfer das Transportnetz ein. Vorsichtig gibt der Pilot im Lama etwas Spannung auf das Seil, während Rüdi Keller das Netz genau anpasst. Jetzt kommt es darauf an, möglichst sacht mit der lebenden Fracht zu fliegen, um das Pferd keinen schnellen Bewegungen oder heftigen Kurvenflügen auszusetzen. Pilot Markus Koch muss versuchen, auch Windböen weitgehend auszugleichen. Auf einer Wiese im Tal steht schon der Transportwagen des Großtierrettungsdienstes bereit. Zwei Flughelfer und Mitarbeiter des Rettungsdienstes nehmen das Tier in Empfang. Eine heikle Mission ist geglückt. Schließlich weiß man nie, wie sich ein Tier am Haken verhält. Schwierig zu sagen, wahrscheinlich schon von der Verletzung her sind sie ein bisschen benommen. Aber sie sind sicher nervlich sehr angespannt, etwa wie wir. In Polen haben die Arbeiter inzwischen die alte Sendeanlage demontiert und sind bereit für die Montage der neuen. Für Pilot Theo von Atzigen und die Flughelfer in 250 Meter Höhe beginnt jetzt der schwierigste Teil der Arbeit. 4, 3, 3, 2. Der Adapter setzt auf den Stützen auf, allerdings verschoben. Nach den Anweisungen von Flughelfer Ulrich muss der Pilot das Anschlussstück Zentimeter für Zentimeter verrücken. Endlich passen die Verbindungspunkte exakt übereinander. Jetzt müssen die Flughelfer und Monteure noch die restlichen Schrauben festziehen und den Adapter genau ausrichten. Pilot Theo von Atzigen bespricht inzwischen am Boden den Montagevorgang für die Spitze des Sendemastes. Wie muss er anfliegen? Worauf müssen die Monteure auf dem Mast besonders achten? Ja, immer etwas Neues, jedes Mal. He? Das war immer? Ja. Ja, aber hatten wir noch nie Probleme? Nee, haben wir noch nie gehabt, weil bis jetzt ging es immer, aber man soll es ja nicht beschwören. Es ist einfach die Masse. Man muss schauen, dass der Zylinder nicht ins Schwingen kommt, dass er immer wirklich ruhig unten dran steht, dass er nicht in eine Eigendynamik kommt, dass er wirklich immer still ist über den Montagepunkt und dann rauf.